Wir heißen heute herzlich willkommen zum Interview Yannick Stark, den Senkrechtstarter der laufenden Saison. Yannick, du bist vom MSV Duisburg, also eigentlich gehörtest du dem MSV Duisburg, aber du bist von Darmstadt 98 zum MSV Frankfurt gewechselt. Was waren die ausschlaggebenden Gründe dafür, dass du zum MSV gekommen bist? Ja, ich sag mal, der FSV, der sehe ich als einen soliden, gut aufgestellten Verein in der zweiten Liga. Und ich habe auch beim FSV die besten Chancen gesehen, sag ich mal, mich zu etablieren und auch ja, schnellstmöglich einen Platz in der Mannschaft zu bekommen. Und die sportliche Perspektive war halt sehr reizvoll, sag ich mal. Und jetzt auch gerade zweite Liga zu spielen, ist natürlich eine gute Sache. Du sprichst es an, zweite Liga. Du hast Regionalliga gespielt, bist in die dritte Liga aufgestiegen mit Darmstadt, aber jetzt persönlich in die zweite Liga aufgestiegen. War das ein sehr großer Schritt für dich? War sicherlich ein großer Schritt, ja, aber ich denke, dass ich den ganz gut verkraftet habe und den Übergang ganz gut hinbekommen habe. Und ja, jetzt gilt es, sich weiter zu etablieren und auch Akzente zu setzen. Und es ist natürlich eine andere Hausnummer, die zweite Liga wie die Regionalliga. Man steht mehr im Fokus, ob in der Presse oder im TV. Und auch, sag ich mal, das Tempo und einfach die Spielklasse merkt man, dass es schon eine ganz andere Hausnummer ist. Jetzt hapert es ja momentan gerade ein bisschen mit den Siegen, auch gerade im Frankfurter Volksbankstadion zu Hause. Was muss da jetzt in Zukunft und in der Rückrunde besser laufen, dass der MSV mehr Siege einfährt? Ja, ich denke, wir müssen effizienter werden, gerade in der Offensive, uns in der Defensive weiter stabilisieren. Und dann denke ich, wenn jetzt der Knoten den Mix mal wieder platzt und wir mal wieder ein Dreier einfahren, dass dann auch die Sicherheit wieder zurückkommt und dass wir wieder in einen guten Rhythmus kommen. Und wie sieht es mit deiner Effizienz vor dem Tor aus? Wann sehen wir das erste Tor von Yannick Stark im FSV-Trikot? Ja, ich hoffe bald. Gegen Aue war es ja schon fast soweit. Aber ich bin eigentlich recht zuversichtlich, dass jetzt demnächst der Knoten platzt. Vielleicht schon am Sonntag in Fürth. Die Fürther sind ja natürlich sehr gut gestartet, stehen relativ weit oben in der Tabelle. Wie schätzt du diese Mannschaft ein? Was sind deren besondere Stärken? Ja, also Fürth gehört sicherlich zu den Spitzenmannschaften der zweiten Liga. Sind auch mitten Aufstiegsaspirant, denke ich. Sie sind sehr eingespielt. Ja, für uns gilt es, da kompakt aufzutreten, wenig zuzulassen und halt unsere Chancen nach vorne zu suchen. Du gehst auf den Platz mit 4 gelben Karten im Hintergrund. Gehst du daher etwas anders in das Spiel, um dir nicht die 5. gelbe Karte und damit die Sperre abzuholen? Nein, also darauf kann ich keine Rücksicht nehmen. Ich sag mal, wenn es passiert, dann passiert es. Gerade als defensiver Mittelfeldspieler und gegen so eine starke Mannschaft kommt man bestimmt mal in eine Situation, wo man auch einfach ein taktisches Foul ziehen muss oder auch mal einen Tick zu spät kommt im Zweikampf. Aber ich werde es natürlich versuchen zu vermeiden, aber man kann darauf eigentlich keine Rücksicht nehmen. Letzte Frage, wie ist dein Tipp für das Spiel am Sonntag in Fürth? Ja, wird sicherlich eine schwere Aufgabe, aber wir werden versuchen, das Spiel offen zu gestalten und dann hoffe ich auf einen Punkt, gewinnen so ein 0-0, typisch. 0-0 gab es schon mal in Fürth, ist im Bereich des Möglichen. Vielen Dank, Yannick Stark, Fürth FSV TV. Bitteschön.